SL. Sportlich leicht. Mercedes hat die Bedeutung des Kürzels bei der 6. Generation des Roadsters ernst genommen. Der neue SL ist bis zu 140 Kilogramm leichter als sein Vorgänger. Und das, obwohl er deutlich länger und breiter und die Ausstattung umfangreicher geworden ist. Wie das geht? Der Roadster ist fast vollständig aus Aluminium gefertigt. Nur wenige Teile bestehen aus anderen Materialien, zum Beispiel aus dem noch leichteren Magnesium. Die Formel ist ganz einfach. Weniger Gewicht bedeutet mehr Dynamik und weniger Verbrauch. Auch wenn es zurzeit noch keiner ausprobieren darf, die neuen Motoren versprechen Fahrspaß pur. Der V6 im SL 350 schöpft aus 3,5 Litern Hubraum 306 PS und stellt 370 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung. Für den Spurt auf 100 braucht er 5,9 Sekunden. Der Verbrauch soll bei nur 6,8 Litern liegen. Der SL 500 setzt noch eins drauf. Der V8-Motor leistet aus 4,7 Litern Hubraum 435 PS. Das Drehmoment ist von 530 Newtonmetern im Vorgänger auf ganze 700 Newtonmeter gestiegen. Damit schafft er den Spurt von 0 auf 100 in nur 4,6 Sekunden. Beide Motorvarianten sind mit einer serienmäßigen Start-Stopp-Funktion und dem Automatikgetriebe 7G Tronic Plus ausgestattet. Das Dach, das sich in weniger als 20 Sekunden im Kofferraum versenken lässt, ist auch geschlossen ein Hingucker. Man hat die Wahl zwischen einem lackierten Dach, einem Glasdach oder dem Panorama-Vario-Dach mit Magic Sky Control, das sich auf Knopfdruck von der schattenspendenden Tönung bis zum fast durchsichtigen Open-Air-Erlebnis schalten lässt. Der neue Mercedes SL kann seit dem 15. Dezember bestellt werden. Die Aufpreisliste ist lang, aber schon die Basismodelle mit Grundpreisen von 93.534 Euro für den SL 350 und 117.096 Euro für den SL 500 sind und bleiben Luxus-Roadster für Besserverdiener.